Die Begegnung beim Tabellenvierten im Euregium in Nordhorn. Einer der Matchwinner, ohne Frage Johan Pettersson. 12 Treffer hat er erzielt und dazu gehören natürlich zu den absoluten Matchwinnern Henning Fritz im Tor der Kieler. Ich begrüße ganz herzlich Ola Lindgren, den Trainer der Nordhorner. Ihre Mannschaft hat heute teilweise nervös gespielt, zu hektisch und dadurch auch viele Fehler gemacht. War das der Grund für die Niederlage? Ja, das war sicher ein Grund, aber wir wollen richtig Tempo haben in diesem Spiel. Wir haben gehofft, dass Kiel soll ein bisschen müde sein nach der Champions League aus. Und wir wollen ganz viel Druck machen. Leider waren wir ein bisschen zu übermotiviert, aber es war hohes Tempo und war viel technische Fehler auf beiden Seiten. Pettersson hat auf Seiten der Kieler seine 7 Meter alle verwandelt und ihre Mannschaft hat einige 7 Meter verworfen. Der zweite Grund für die Niederlage? Ja, das muss man auch sagen, nicht leisten gegen so eine Mannschaft wie Kiel. Obwohl, ich meine, wir haben gekämpft und alles gegeben über 60 Minuten und ich meine, ein Punkt wurde vielleicht verdient. Dann schauen wir uns ganz kurz die Tabelle an und da werden wir sehen, dass Magdeburg immer noch in greifbarer... Super, und dann sind wir zufrieden mit das. Und Ihre Mannschaft ist auch noch im Final Four Turnier und vielleicht klappt es ja dann mit dem Pokalsieg. Wäre auch noch eine schöne Möglichkeit. Unsere Zeit ist leider vorbei. Vielen Dank für das kurze Gespräch und bauen Sie Ihre Mannschaft wieder auf. Die hat heute eine tolle kämpferische Leistung abgeliefert. Danke für ein spannendes Handballspiel und wir sind demnächst wieder mit dem Handball dabei. Ganz klar, live hier bei uns im DSF. Die Partie HSV Hamburg gegen den THW Kiel. Und ich erinnere Sie an den Ausspruch von Uwe Schwenker. Der hat gesagt, gewinnen wir in Nordhorn und gewinnen wir in Hamburg, dann werden wir Deutscher Meister. Wollen wir den Kielern dann auch auf den Zahlen fühlen. Jetzt geht's weiter. Bei uns werden die Karten gelegt. Es geht um sehr, sehr viel Geld. Pokern ist dann gesagt. Viel Spaß dabei.